Moin! Ah, ich kämpfe wieder mit meiner blöden Kamera hier. Das ist irre. Das Ding funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Alles gut. Jetzt geht's. Jetzt aber schnell. Ja, ein Irrsinn jagt den nächsten. Der Sommer kommt ja bald, anscheinend. Trotz Klimawandel. Der wandelt sich ja anscheinend hier jedenfalls zum Kälteren. Also es soll hier auch bald wärmer werden. Also ist ja wieder für viele Grillzeit. Ich bin noch nicht so der Extremgriller. Aber naja, gut. Manchmal ist das ja auch ganz schön. So, jetzt gibt es aber hier neue Richtlinien, Grillrichtlinien. Ja, guck hier. Lecker. Ja. Grill. Quelle T-Online. Wer grillen möchte, muss auf seine Nachbarn Rücksicht nehmen. Ja, gut. Moment. Ja. Ja. Sorry. Also, wo ist es denn jetzt? Hier machen wir es darüber. Also, eben hätte ich es noch bei T-Online auch so gesehen. Man darf nicht mehr als 4-mal im Monat grillen. Und auch nicht an 2 aufeinanderfolgenden Wochenendtagen oder Sonn- und Feiertagen. Ja? So. Ja? Das nur mal so. Das ist jetzt nur so ein kleiner Ausriss aus dieser Verordnung. Das hat wohl, glaube ich, irgendein Gericht in München jetzt auch bestätigt. Also ihr dürft nicht, was weiß ich, alle 3 Tage mal grillen oder so, sondern nur noch 4-mal im Monat und nicht auf 2 aufeinanderfolgenden Wochenendtagen. Und jetzt kommt der Gag. Die Bußgelder dafür belaufen sich auf bis zu 250.000 Euro und in schweren Fällen sogar noch darüber hinaus. Das muss man sich mal reinziehen. Das muss man sich mal echt reinziehen. Wo sind wir denn hier? Ja, die Frage ist natürlich rhetorisch. Wir sind hier im besten Deutschland aller Zeiten. Hat irgendjemand noch eine Steigerung? Ja? Wie oft darf ich aufs Klo gehen? Ja? Auch nur noch 4-mal im Monat und nicht an 2 hintereinander folgenden Tagen oder so? Ich weiß es nicht. Das kommt alles noch. Das kommt also. Leute, wir sind noch längst nicht am Ende. Wir sind noch längst nicht am Ende. Wir fangen erst an. Wir fangen erst an. Ja? Es ist alles. Also, eigentlich, ja, müsste man heulen, aber man kann doch nur noch lachen darüber. Das kannst du nur noch mit Humor nehmen. Ja? In was für einem Staat wir hier gelandet sind. Wo sind wir hier? Also, tut mir leid. Nee. Nee, bin ich froh, dass ich alt bin. Ich muss das nicht mehr lange ertragen. So. Blackie ist gepackt, Batterie wird aufgeladen, alles wird gut. So, jetzt wollen wir hoffen, dass es morgen nicht allzu sehr regnet. So, mehr kann ich nicht sagen. Ich hoffe, es gibt ein paar schöne Bilder und das werden wir dann sehen. Tschüss, wollen wir es nicht zu lange machen. Bis Danny, im besten Deutschland aller Zeiten sehen wir uns wieder. Ciao.